Kapitel 9 Stadt, Nacht, Schnee. Hallo liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadowside. Ich bin Jagger und wir spielen das jetzt gemeinsam. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr weitere Folgen dieses Spiels und vor allen Dingen viele, viele andere coole Spiele nicht verpassen müsst. So, wir da hinten, rotes Licht. Похоже, это поезд. Нужно успеть. Ein Zug. Jump in the open wagon at the right time. Okay. Zur richtigen Zeit in den richtigen Waggon. Ausdauer ist leer und los. Turbo. Hier drüben war das irgendwo. Jawohl. Ach so, das ist nur das Signal. Na gut. Er kommt. Er kommt. Wo kommt er? Da kommt er. Da ist offen. Habe ich getroffen. Через несколько часов будем in einem Stück werde ich in der Stadt sein. Da ich ein Telefon und Doc. Telefon und Doc. Ты все-таки хочешь от меня избавиться? А как же все то, через что мы прошли? Ты серьезно? От тебя одни неприятности. То есть это все? Это конец? Ты точно этого хочешь? It's the end. Do you really want it? Ja, denn das ist das Ziel. Ich will weg von diesem Vieh, von dieser Stimme. Да, больше не хочу тебя слышать. Ты мне надоел. Сегодня все кончится. Alles. Смотри, не пожалей о своем выборе. Рано или поздно я вернусь снова. И тогда ты не сможешь меня удержать. Werde ich nicht mehr in der Lage sein, zu stoppen. Keine Ahnung, ob das eine Drohung oder eine Tatsache war. Ich weiß es nicht. Wir sind in der Stadt und ich möchte zu Protokoll geben, dass der Zugsprungversuch der zweite war. Ich habe es im ersten Anlauf nicht geschafft, weil ich gesprungen bin, statt einfach nur F zu drücken. Das ist die Stadt, die große russische Stadt. Stadt? Wir suchen Doc. Ich dachte, es wäre für einen Übersetzungsfehler und so einfach nur Doktor bedeuten, aber wahrscheinlich heißt ihr ein Freund Doc. Das ist ein Übersetzungsfehler. Ist auch egal. So, wir sind jetzt hier. Ein paar Stunden später. Finde ein Telefon und ruf Doc. Dann steht hier nochmal. So, hier ist ein Hotel. Oh. Hier blinkt wieder was. Oh, das sind wahrscheinlich wirklich nur grafische, coole Effekte. So, Hotel, da hast du einen Eingang und ein Telefon. In der Lobby. Nö. Hier darf man parken, aber anscheinend nicht Telefon. Da ist ein Telefon. Sehr gut. Haben wir Münzen dabei? Док, это я. Узнали? Да, узнал. Тебя показывают по телевизору. Подозревают в убийстве. Что происходит? Он вернулся, док. Вернулся. Кто вернулся? Ты о чем? Тот, от кого мы избавились 2 года назад. Возможно, это прозвучит глупо, но это он убил человека. Помогите мне от него избавиться. Снова. Я же объяснял, таблетки дают лишь временный эффект. Только ты мне можешь помочь. Как только он исчезнет, я сдамся. Хорошо. Я перезвоню через несколько минут. Жди звонка. Минут an, warte auf den Anruf, na klar. Похоже, он тебя кинул. Denke auch, dass es eine Falle ist. Hier wird gleich Polizei kommen. Ich meine, klar, ich bin ein Mörder. Ich gehöre festgenommen. Auf jeden Fall. Nicht zu diskutieren. Ich brauche ein paar Tabletten, bevor ich mich stelle. Los. Ruf mich an. Hier sind da oben.
hat. Nein. Nee, es ist eine Hand, die einen Hörer hält und dann dem ist ein Kabel. Gut, meine Aufgabe ist, warte hier. So etwa, der Stuhl knarrt, entschuldigt. Komm, passiert dir was? Soll ich einfach weggehen? Weil die Stimme ja auch gesagt hat, dass das quasi eine Falle ist. Also, hier geht's schon mal nicht lang. Hätte ich gerade schon bemerken können. Oh, da war ein schnelles Auto. Was war das? Was ist denn das alles, was hier langfährt? Ein Taxi, okay. Oh. Naja. Es klingelt. Die Polizei ist da. Die Polizei wartet auf den, der ans Telefon geht, oder was? Значит, пойдем к доку без приглашения. Не стоит рисковать. Okay, wir gehen das Risiko nicht ein. Wir suchen den Weg zu Doc, ohne uns vorher eingeladen zu haben. Und eingeladen zu sein. Ich muss schlafen. Ich habe jetzt nicht die Energie. Ich muss jetzt schlafen und entscheide morgen, wie es weitergeht. Aber wo bin ich denn jetzt auf einmal? Im Hotel oder wie oder was? Oder wer? Es schneit und schneit und hört nicht auf. Wärme wird schon bald kommen. Dann haben wir 10 Grad und dann ist hier richtig goodbye Winter. Sehr gut. Aber was ist denn jetzt? Haben wir jetzt geschlafen oder nicht? Nehmen wir noch ein Bad? Waschen wir uns? Noch ein Schnitt pullern? Nicht? Baden auch nicht? Duschen? Was ist? Licht mach mal an, einwandfrei. It's time for bed. Genau. Seit das Licht an ist, wissen wir das. Sehr gut, ab ins Bett. Oh nein, wir werden nicht irgendwelche Albträume haben. Die Katze, ach so, hi. Hallo Katze.